Also, ich gebe euch schon mal einen kleinen Überblick, was euch erwartet. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so was Krasses gegessen habe. Einmal diesen neuen Frozen Yogurt Kit Kat mit Passion Fruit Soße. Und bitte was? Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder Food-Neuheiten. Ich habe die letzten Tage und Wochen einiges an Food-Neuheiten gesammelt. Und ich freue mich extrem, das auszuprobieren. Es gibt auch eine Sache, die habe ich noch nicht im Haus. Da muss ich extra wohin fahren. Und zwar geht's zu McDonald's. Die haben nämlich ein interessantes neues Eis rausgebracht. Und da wollte ich auf jeden Fall auch noch vorbeischauen. Ansonsten zeige ich euch auch gleich einen Überblick, was ich alles so geholt habe. Abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr immer alle Videos angezeigt bekommt. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Also, ich gebe euch schon mal einen kleinen Überblick, was euch erwartet. Und da sind ein paar sehr interessante Sachen dabei, wie ich finde. Einige Sachen, die ich davor auch noch gar nicht gesehen habe bei anderen Leuten. Also ich würde sagen, wir fangen direkt mit Frühstück an. Und da habe ich diesen Alpro This Is Not Yogurt gefunden. Und ich sage euch ehrlich, das gab es ja schon länger als Milch. Und das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Also ich dachte halt irgendwie, dass es 1:1 wie Milch schmeckt. Was ich aber auch nicht so nice finde. Also ich mag das ja auch gar nicht, wenn Produkte genauso schmecken wie das echte. Weil dann, also irgendwie ekelt mich das an. Ich habe ja aus Gründen aufgehört, das alles zu essen. Deswegen, ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, dass das auch wirklich wie normaler Naturjoghurt schmeckt. Okay, krass. Das riecht aber wie normaler Joghurt. Ich glaube, die hatten davor auch schon mal sowas, was wie Naturjoghurt sein soll. Aber das habe ich ehrlich gesagt nie probiert. Deswegen habe ich da jetzt auch keinen Vergleich. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich habe jetzt nie so krass viel normalen Joghurt gegessen, aber ich fand so griechischen Joghurt mit Honig oder so schon immer sehr nice. Der erste Geschmack war echt ziemlich nach Naturjoghurt. Im Abgang irgendwie nicht. Im Abgang schmeckt es irgendwie so nach Hafer komischerweise, obwohl hier auf Soja- und Kokosnussbasis steht. Also es schmeckt irgendwie ein bisschen nach Hafer, Soja und Kokosnuss im Abgang. Aber der erste ist echt Naturjoghurt. Finde ich krass. Hätte ich nicht erwartet. Ich bin gerade echt positiv überrascht, muss ich sagen. Weil auch normalerweise schmecken wir Joghurts auf Kokosbasis nicht so gut. Aber den finde ich echt gut. Vor allem, wenn man dann so ein bisschen auf Zucker und so verzichten will. Hier sind auch nur 1,7 Gramm Zucker drin. Und hier, ich habe auch gerade gesehen, man kann das irgendwie gratis probieren, wenn man dann den Kassenbon uploadet und so. Ihr kennt den Spaß, aber den Kassenbon habe ich halt nicht mehr. Ich würde dem Joghurt auf jeden Fall so eine... Also ich würde halt keinen plain Naturjoghurt so wahrscheinlich essen. Vielleicht so mit Obst oder wenn man sowas damit machen will. Irgendwo, wo man Naturjoghurt dann reinmischt. Finde ich, glaube ich, sehr nice, muss ich sagen. Für Naturjoghurt so eine 8 von 10 geben, finde ich echt gut. Die müssen nur noch mal eine Kleinigkeit am Nachgeschmack fallen und dann ist es echt ein rundes Ding. Ich muss auf jeden Fall jetzt noch direkt einen Snack probieren, weil ich liebe Giotto. Ich kann mir das eben gar nicht vorstellen. Hier ist ja so eine Waffel abgebildet und ich glaube, das ist niederländisch. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ach so, hier steht nach Original italienischem Rezept, aber diese, ich kann das jetzt nicht aussprechen, diese Waffel ist doch, glaube ich, niederländisch. Das Einzige, was ich an Giotto hasse, ist, das krümelt immer so krank alles voll. Oh mein Gott. Wie das riecht. Leute, das ist ja ultra krank. Hä? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so was Krasses gegessen habe. Alter! Also das müsst ihr euch holen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das müsst ihr euch einfach kaufen. Also das gibt für mich eine 15 von 10. Ich finde, das ist das Krasseste, was ich bisher gefühlt in den ganzen Food-Neuheiten-Videos probiert habe. Das ist richtig, richtig lecker. Als nächstes habe ich saure Spinnenbeine. Und diese Spinnenbeine gibt es ja schon ein bisschen länger. Aber ich habe die noch nie in der Geschmacksrichtung Cola gesehen. Und ich liebe ja alle sauren Gummibärchen. Deswegen musste das jetzt hier auch noch mit rein. Das Gefühl, da gibt es auch nur zwei Teams. Entweder man liebt halt diesen Fruchtgummi und dieses, es gibt ja dieses Calippo-Eis, glaube ich, was auch Cola hat. Entweder liebt man das oder man hasst das und sagt, boah, das hat ja gar nichts mit originaler Cola zu tun. Und ich liebe das halt. Mir ist aufgefallen, ich glaube, ich habe noch nie saure Gummibärchen mit Cola gesehen, oder? Es gibt ja diese Cola-Fläschchen und so weiter. Aber habt ihr schon mal saure Gummibärchen mit Cola gesehen? Ich noch nicht.
Und es passt so geil zusammen. Aber es... Aber kennt ihr das, wenn das in die Spucke und die Säure einfach in die falsche Röhre kommen? Aber ich hasse das. Aber es schmeckt richtig krass. Ich finde das eine kranke Kombi. Probiert das unbedingt, wenn ihr auf den Geschmack und saure Sachen steht, dann werdet ihr das auch richtig feiern. Und ich gebe da eine 10 von 10. Richtig lecker. Hallo, ich hätte gern einmal diesen neuen Frozen Yogurt KitKat mit Passion Fruit Soße. Bitte was? So Leute, ich habe es geschafft. Ich habe mir den McFlurry Frozen Yogurt KitKat White Passion Fruit Sauce Dingens Bums geholt. Warum hat das eigentlich heutzutage alles so einen langen Namen? Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Hier ist auch ein Fussel dran. Ich glaube, wir testen jetzt einfach mal. Ich glaube, also eigentlich ist das gar nicht so ganz meine Kombi, so fruchtig und Schokolade, aber mal gucken. Und ich fand auch den Frozen Joghurt eigentlich immer gar nicht so gut da. Hey, da sind ja echte Passionfruit-Stückchen drin. War auch funny, die hat einfach, ich sag so, ja, bla bla bla, Passionfruit. Die erstmal so, was? Ich sag, ja, hier steht Passionfruit in der App. Ah, Passionsfrucht, meinen sie. Also, I don't know, was soll ich denn dazu sagen? Das Produkt heißt halt so bei euch in der App. Dann sage ich halt auch Passion Fruit. Was soll ich machen? Also die Soße ist unnormal lecker, aber ich verstehe irgendwie nicht so ganz, warum da KitKat dabei sein muss. Ich finde, das passt dann wiederum nicht ganz so gut. Aber die Soße ist echt geil. Und der Frozen Yogurt ist auch besser, als ich dachte. Deswegen würde ich so eine 8 von 10 geben, weil es schmeckt richtig nice, aber ich würde mir halt immer eher was Schokoladiges halt holen. Ich mag halt unnormal dieses vegane Schokoladeneis bei denen. Es wird jetzt langsam auch mal Zeit, was Richtiges zu essen. Ich habe nämlich echt Hunger. Zum einen jetzt diesen Grillkäse. Sorry. Und den gibt es jetzt einfach endlich in vegan. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe bisher noch keinen guten veganen Käse gegessen. Aber ich dachte, wenn das geil ist, dann wäre das ja mal was. Außerdem habe ich noch nie diese Hanfsamenbasis gesehen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und dazu gibt es noch etwas. Und zwar habe ich entdeckt, dass es jetzt so ein Ofenbaguette einfach in vegan gibt mit Spicy Barbecue. Ich bin ja, wie ihr alle wisst, kein Paprika-Fan. Und ich bin mal gespannt, ob mir das überhaupt schmeckt. Deswegen mache ich auch nur eins. Aber ja, wie gesagt, ich finde es richtig geil, dass es mittlerweile so viele vegane Sachen gibt, die auch so Fleischersatz drauf haben. Deswegen werfen wir das jetzt alles mal in den Ofen. Also es sieht auf jeden Fall hier nicht gerade nach einem Gewinneressen aus, muss ich ehrlich sagen. Der Käse hat im Ofen richtig, richtig käsig gerochen. Was ich auch ein bisschen unnatürlich finde, weil richtiger Käse, finde ich, riecht nicht so krass käsig. Und irgendwie, ich weiß nicht, gerade riecht es tatsächlich irgendwie eher nach industriellen Stoffen. Ich kann es nicht beschreiben. Und das Ding sieht original irgendwie roh aus, obwohl ich beides länger drin gelassen habe, als drauf stand. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt den ganzen Spaß mal. Von dem Käse habe ich sogar ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich habe mir jetzt erstmal was zum Nachtrinken geholt. Hat jetzt nichts mit dem Video zu tun, aber wer kennt noch den Wolwig Hibiskus-Tee, der 2020 so krass ausverkauft war wegen diesem Pink Drink? Also ich weiß, da stand Barbecue-Style drauf. Ich glaube, Barbecue und so dieses Fleisch, das ist, glaube ich, immer so Schweinefleisch gewesen. Und dieser Geruch stößt mich irgendwie so ab. Ich glaube, das können nur Vegetarier gerade relaten. Ja, ist ganz okay. Schmeckt halt nach einem billigen Baguette mit bisschen Belag, Tomatensauce und so. Weil man unnormal Hunger hat und als Veganer mal eben schnell was essen muss, finde ich, ist es okay, aber ich würde mir sowas halt privat nicht kaufen sonst. Es schmeckt auch echt nicht schlecht. Ich würde jetzt so eine 5 oder 6 von 10 geben. Für mich ist es einfach zu unnatürlich und, I don't know, gefällt mir nicht so gut. Der Geruch vom Käse, den finde ich viel schlimmer. Sieht auch so komisch aus. Ich muss euch das auch mal zeigen hier kurz. Irgendwie, ich weiß nicht, es sieht so... Es ist so extrem, na klar, es ist ölig, so ist das halt mit diesem Käse, aber was ist das denn für eine Farbe und für eine Textur? Hm.
Meine Kamera ist leider eben leer gegangen, deswegen konnte ich das Feedback noch nicht machen. Der Käse hat, finde ich, ganz okay geschmeckt. Ich weiß nicht, kennt ihr noch diese Cheese Strings von früher? So hat er ein bisschen geschmeckt, aber der Geruch ist wirklich, also ich bin sehr geruchsempfindlich, da komme ich gar nicht mit klar. Also das riecht so aus einer Mischung irgendwie so metallischer Stoff und nach Erbrochenem irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht probiert das ja irgendwann mal jemand und kann entweder relaten oder das widersprechen. Und das Baguette ist eigentlich ganz gut. Und da finde ich auch, die Paprika ist eigentlich ganz okay und alles. Aber, weiß nicht, dieser Schweinefleischgeschmack ist es echt gar nicht für mich. Also das Einzige, was ich an Fleischersatz so richtig esse, ist eigentlich so Chicken-Ersatz oder halt so Hackfleisch oder so. Aber das eigentlich eher nicht so. Vielleicht ab und zu mal Bacon, aber I don't know. Es ist einfach irgendwie nicht so. Käse kriegt von mir eine 1 von 10, weil es irgendwo nach Käse schmeckt, aber der Geruch ist halt bestialisch. Und ja, das Baguette kriegt von mir so eine 6 von 10. Es ist schon ganz okay, aber es ist eigentlich gar nicht meins. Achso, und ich wollte noch einen kleinen Disclaimer geben. Diese Food-Videos hier, so mit Food-Neuheiten testen und so, das ist natürlich kein repräsentativer Tag, wie man sich ernähren sollte. Sowohl die Sachen, die da gegessen werden, sind meistens halt Süßigkeiten oder halt so Tiefkühlsachen. Weil, wie gesagt, so Obst, Gemüse und so Zeug, da gibt es nicht so oft was Neues, was kommt. Deswegen, und auch an den Mengen und so, bitte nicht daran orientieren, weil, also ich will einfach nur ein bisschen testen, das ja, wollte ich nochmal dazu sagen. Und jetzt kommen wir zum, glaube ich, Highlight fast des Videos. Und zwar saure Drachenzungen. Und da gönne ich mir jetzt eins, weil ihr habt ja bestimmt alle den Trend mitbekommen, wo man die Drachenzungen-Gummibärchen eingefroren hat und dann wie Eis gegessen hat. Und deswegen haben die sich jetzt gedacht, komm, machen wir ein Eis draus. Und da gibt es, glaube ich, die Farben Peach, Apfel und Erdbeere. I don't know, ich weiß nicht mehr, was das Rote ist. Und ich muss ehrlich zugeben, ich konnte nicht warten. Ich habe schon mal eins probiert gehabt. Ne, zwei. I don't know, auf jeden Fall habe ich schon probiert, weil ich einfach, also ich habe das jetzt schon 2 Wochen oder so in meinem Gefrierschrank und ich konnte leider nicht warten. Aber ich esse trotzdem mit euch nochmal eins zusammen. Und ich liebe ja Apfelgeschmack. Ich hole immer alles mit Apfel. Ich bin absolut Team Grün. Sagt mir mal, seid ihr so Team Grün und Gelb und so? Oder eher Team rote Gummibärchen und alles so Geschmäcker? Ich finde es ein sau geiles Wassereis. Gefällt mir richtig gut. Ich muss aber ehrlich sagen, es schmeckt nicht so sauer, wie ich dachte. Es schmeckt halt eher nach saurer Apfel. Und ich finde, das gab es vorher schon. Aber ich glaube, Erdbeere war das. Das war schon relativ sauer. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich liebe ja Wassereis. Das ist das Geilste, was es gibt. Ich gebe mal so eine 9 von 10, weil ich finde es auch eigentlich recht günstig. Und es ist eigentlich voll mal geschmacklos. Ist nicht so ganz das, was versprochen wird, aber ansonsten finde ich es mega lecker. Wir haben jetzt mittlerweile schon kurz vor 8 und jetzt kommen wir zu dem, wie ich finde, fast am spannendsten. Das, worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe und mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das schmeckt. Und zwar gibt es jetzt einen Gönnergy Taste Test. Ich habe mir den Geschmack Raspberry Cheesecake geholt und die Meinung ist ja gespalten, wenn ihr da vielleicht schon ein paar Taste-Tests gesehen habt. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt. Natürlich eisgekühlt, so wie es sein muss. Und ich bin eigentlich nicht so der Energy-Trinker, weil ich es einfach nicht so gut vertrage. Aber ich liebe halt Cheesecake. Deswegen, we will see. Mhm. Also ich würde sagen, der Geruch ist eher mehr Himbeere. Aber man riecht auch schon ein bisschen Cheesecake raus. Krass, ich habe die ganze Zeit überlegt, woran mich der Geschmack erinnert. Und der erste Geschmack ist eher ein bisschen fruchtiger. Also da schmeckt man dann so die Himbeere raus. Und ab der Mitte und ins Ende rein wird es ein bisschen cremiger. Schmeckt dann wirklich wie diese Bonbons. Ich blende euch mal hier ein Bild ein. Diese gestreiften da, diese weiß-pink gestreiften. Es erinnert mich aber noch irgendwas und ich komme gerade einfach nicht drauf. Ich finde, der Geschmack ist ziemlich säuerlich. Ich glaube, irgendwie sowas wie Traubenzucker oder so. Irgendwie sowas in der Art, aber ich finde, es schmeckt halt irgendwie nicht nach Cheesecake. Vielleicht habe ich auch schon zu krasse Käsekuchen in meinem Leben gegessen.
Aber es schmeckt nicht nach Cheesecake und ich finde, es schmeckt auch nicht unbedingt nach Himbeere. Weiß ich nicht. Es schmeckt aber nicht schlecht. Aber ich würde es ihm auch nicht nochmal kaufen, weil es echt nicht so lecker war. Deswegen würde ich so eine 5 von 10 geben, glaube ich. Oder 4. Und im Anschluss wollte ich noch was testen, was jetzt vegan ist, was ich ja vorher noch nie gesehen habe in vegan. Und das ist so ein Kindheitsding für mich. Das ist jetzt, oh, Geschmack Apfel-Johannisbeere. Ich habe gar nicht geguckt, was das für ein Geschmack war. Finde ich, riecht jetzt nicht gut. Mit Apfel hat das irgendwie nicht so viel zu tun. Wie oft kann man sich verschlucken? Ich? Ja. Also, bei dem Produkt geht es ja darum, dass keine Gelatine mehr drin ist. Steht ja auch hier fett drauf. Und ich finde die Konsistenz echt gut. Die ist echt wie Fritt halt ist. Aber die Geschmacksrichtung ist nicht so meins. Ich glaube, für Leute, die so gerne Johannisbeer-Getränke oder so trinken, ist das echt was. Weil an sich schmeckt es echt nicht schlecht, aber es ist einfach nur nicht meine Geschmacksrichtung. Konsistenz ist gut, deswegen gebe ich so eine 6,9, würde ich sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich muss jetzt noch erstmal ein bisschen den Geschmack von den zwei Sachen aus meinem Mund kriegen. Deswegen wird es jetzt Zeit für Chips. Und zwar sind das die hier, das sind so Falafel-Chips. Und ich muss ehrlich sagen, die liegen schon 1, 2, 3 Monate bei mir, weil ich halt sowas immer sammle für ein Video. Und hier steht zwar nur drauf Limited Edition, aber es ist ja im Endeffekt dann trotzdem ein neues Produkt. Oh, das riecht aber geil. Endlich mal ein Produkt, wo das Produkt danach schmeckt, nach dem, was draufsteht. Mmh. Die sind lecker und mal was anderes irgendwie. Gefällt mir gut. Doch, die sind richtig, richtig nice. Ist wirklich genau das, was draufsteht. Ist auch mein Geschmack. Und mal wirklich was komplett anderes als die ganze Zeit dieses Paprika oder Chili oder, keine Ahnung, Onion-Gedöns, was es halt immer bei, oder halt Onion, was es halt immer bei Chips so gibt. Und die finde ich halt echt sehr nice. Also die kriegen von mir, weil das jetzt nichts ist, was ich mir immer kaufen würde, wenn ich Chips kaufen würde, würde ich eine 9 von 10 geben. Die sind echt gut. So, es wird jetzt noch Zeit für einen schokoladigen Snack am Abend, weil irgendwie brauche ich jeden Tag so ein bisschen was Süßes, Schokoladiges. Wobei, mir fällt gerade auf, ich habe heute Morgen schon Giotto gegessen, aber nur ein paar. Und ich habe was entdeckt, was ich generell noch nie gegessen habe. Und zwar diese Paradiescreme. Also vielleicht habe ich einmal oder so mit 12, so vor 10 Jahren oder so, sowas schon mal probiert. Aber hier stand auch neu drauf. Ich weiß nicht, was da neu ist, ob die Sorte neu ist oder dieses Soft and Crisp oder so, aber wir machen das jetzt einfach mal. Also ich sage euch, wie es ist. Das riecht auf jeden Fall schon mal krass. Ich habe mir natürlich jetzt einen sehr ästhetischen Behälter dafür ausgesucht. Das sind diese Ananas-Aufbewahrungsteile. Meine Mutter benutzt die nämlich schon seit 100 Jahren irgendwie gefühlt, um da so Sachen drin zu rühren. Und ich finde die Form auch sehr praktisch. Also die Konsistenz ist ja mal krass. Ich bin begeistert und ich habe ja sogar Sojamilch genommen, keine normale. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, weil das riecht krass lecker. Hä? Das ist ja krank. Hä, das schmeckt ja wie Kuchenteig, nur in Mousse-Schokolade-Form. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen mehr Pulver rein tun können. Ich habe alles so Pi mal Daumen. Ich habe jetzt so viel Milch ungefähr reingemacht und die Hälfte von der Packung oder so. Ja, aber wie lecker ist das bitte? Wieso ist mir das noch nie vorher aufgefallen? Ist bestimmt auch ein geiles Dessert so für Weihnachten, so mit Bananen und ein bisschen Keksen dazwischen oder so und dann Schichten. Ich glaube, ich gebe dem echt eine 10 von 10. Aufwand gefühlt gleich 0 und es schmeckt krass. Überhaupt nicht vergleichbar auch mit den veganen Mousse-Schokolade, die ich bisher gegessen habe. Also müsst ihr unbedingt probieren. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch haben die Food-Neuheiten gefallen. Ihr konntet irgendwie was mitnehmen oder ein paar neue Produkte entdecken, die ihr vielleicht auch testen wollt. Schreibt gerne rein, ob ihr irgendeine Food-Neuheit entdeckt habt, die ich jetzt noch nicht gezeigt hätte im Video. Dann kann ich so ein paar sammeln und die beim nächsten Mal zeigen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bye!